Yo Leute, was geht ab? Crossbow is back in the hood. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße euch herzlich zu einem erneuten Gameplay-Commentary hier auf diesem Kanal. Und ja, auf jeden Fall hören mich die meisten jetzt hier zum ersten Mal auf diesem Channel. Ich hatte zwar schon mal ein Video hier auf diesem Channel gemacht, aber es war jetzt eigentlich nothing special. Es ist schon länger her und für die neuen Abonnenten stelle ich mich nochmal kurz vor. Mein Gamertag ist It's Crossbow. Ich heiße Marcel und bin 16 Jahre alt. Ich habe auch einen eigenen Channel. Naja, aber das ist jetzt erstmal egal. Kommen wir erstmal hier zum Gameplay. Das Gameplay, Alter. Wenn ihr das Gameplay seht jetzt, ja, ihr schaut euch die Scheiße ganz an, ja. Geht runter in die Beschreibung, geht auf den Channel von Destiny und abonniert ihn und liked ihn, ja. Das Gameplay ist richtig krass. Es ist eine Solo-Triple-Cam. Und das Krasse ist ja, er hat seine zweite Solo-Triple-Cam erspielt, ja. Und meiner Meinung nach zählt sowas schon zu Pro-Gamer. Und er hat auf jeden Fall ein Abo verdient. Wer will, kann noch auf meinem Channel vorbeigucken. Ich denke mal, Ona wird das Ganze hier verlinken. Und ja, auf jeden Fall habe ich momentan ziemlich viel Stress. Letztens, ich wollte eigentlich schon, ich glaube, letzte Woche ein Commentary für euch raushauen, aber das ging leider nicht, da ich momentan viel Stress habe in der Schule, weil ich will ja aufs Gymnasium gehen und dann muss ich halt einen Schnitt von 2,5 haben und das ist nicht gerade leicht, ja. Auf jeden Fall muss ich mich bemühen, ich habe sehr viel gelernt und auch viele Hausaufgaben gemacht. Und ja, heute ist noch ein großes Problem aufgetreten bei mir, denn ihr wisst ja, jeder hat einen Controller. Spaß beiseite. Auf jeden Fall mein Controller bei der PS4. Die Sticks nutzen sich ab und der linke L3-Stick hat sich verhangen. Und manchmal, wenn ich sprinte, hört er einfach auf zu sprinten. Das fuckt richtig ab, wenn man auf Gameplay gehen will. Gameplay gehen will, ja. Auf jeden Fall habe ich das Teil jetzt Mediamarkt eingesendet und die müssen das Ganze zu Sony einsenden. Und das kann natürlich 10 bis 14 Tage dauern. Vielleicht auch viel länger, bis zu 7 Wochen. Ich hoffe nur, dass ich es vor Advanced Warfare krieg, weil sonst, naja, da habe ich umsonst Advanced Warfare vorbestellt. Und wer sich jetzt denkt, Alter, bestell dir doch einfach einen, kauf dir einen neuen Controller. Ich habe momentan nicht genug Geld und ja, deswegen kann ich mir keinen Controller gönnen. Ich versuche jetzt noch einen zu organisieren, irgendwie auszuleihen, aber naja, kommen wir erstmal hier zum Thema und zwar das Gameplay failen, ja. Destiny hat jetzt hier eine souveräne Triple Cam rausgehauen und Solo, ja, das Wort muss man ganz groß unterschreiben. Solo. Und ja, heutzutage, Alter, ich laber schon, als gäbe es 1990 COD, Alter. Ein Spaß, auf jeden Fall. Ja, ein Ghost ist halt ziemlich schwer, so ein richtig krasses Gameplay zu erspielen. Manche denken, Alter, das ist easy, ja. Wer denkt, es wäre easy, der hat bestimmt noch nicht eine Double Solo gehabt, wie ich zum Beispiel. Nein, Spaß. Natürlich, ich hatte auch schon mal eine Triple Cam Fail, beziehungsweise Quad Cam Fail. Ich bin eins davor verreckt, vor der Triple Solo und war davor noch auf 20er Streak. Also ich hätte locker die Quad Cam packen können, aber das Glück war nicht bei mir, ja. Und das ist halt das Failen. Stell dir vor, ihr seid jetzt hier am Zocken, wollt unbedingt eine Double Cam, denkt euch, Alter, jetzt ist so eine Lobby hier am Start, wo ich echt was reißen kann, ja. Ihr zockt so, habt die Cam, dann seid ihr so, habt die Cam, seid auf 15er Streak. Das gilt jetzt nur an die, die zum ersten Mal eine Double Cam schaffen wollen. Ich denke mal, für die, die jetzt schon eine Double gemacht haben, ist das, wie soll ich sa jetzt sagen, nicht nothing special, aber ja, man braucht schon Skill, um sowas zu packen, ja. Sagen wir mal, du machst jetzt deine erste Double Cam, willst die packen, ja, und dann verreckst du eins davor durch USBV. Durch USBV. Und da kann man sich richtig aufregen. Ich meine, das ist, man denkt sich, ja, jetzt habe ich sie gepackt. Und dann packt man es doch nicht. Da ist man, wie soll ich sagen, jetzt enttäuscht, Alter. Das kommt jetzt doof rüber. Aber auf jeden Fall ist man dann richtig enttäuscht und hat keinen Bock mehr auf Zocken. Wie es zum Beispiel bei mir der Fall war, bei meiner Triple Cam Solo Fail, beziehungsweise Quad Cam Fail. Ich hatte 129 zu 9. Wer dieses Gameplay sehen will, kann natürlich auf meinem Channel vorbeigucken. Und auf jeden Fall gibt es sehr viele verschiedene Fails, zum Beispiel du verreckst eins davor durch USBV oder es quitten zwei Mann aus dem Gegnerteam und es joinen zwei Prissig-10er nach, die dir
einfach die ganze Lobby versauen oder man ist in der Lobby, denkt sich, Alter, das ist ein Gegner, ja, Triple Cam incoming, ja. Nein, die gehen raus und es kommen Abfucker rein, ja. Und das ist halt irgendwie, meiner Meinung nach, fällt man öfter eine Double Cam, als man eine macht, ja. Das ist ja klar, dass man fällt, aber bei mir ist es so, zum Beispiel der Fall, dass ich immer nur eins oder zwei davor verrecke. Bei mir gibt es nicht sowas wie sechs davor, sieben davor, eins oder zwei. Das ist so eine Pechsträhne. Ich denke mal, das ist bei jedem so von euch. Und ja, auf jeden Fall, man kann, manchmal verreckt man richtig unnötig. Zum Beispiel USBV von so Sachen, die es eigentlich in COD nicht geben sollte. Oder was weiß ich, was gibt's denn hier? Thermal, werdest du zum Beispiel auf Stone hin, bist 1 vor Double, auf einmal kickt dich einer mit seiner MG One-Hit Thermal durch die ganze Map durch, ja. Habe ich auch schon erlebt. Auf jeden Fall, das ist richtig bitter, solche Fails. Und ja, ich denke mal, damit hat sich das Ganze geklärt, ja. Auf jeden Fall, wenn euch das Commentary gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, beziehungsweise vom Invictum X Clan Channel, dann lasst ein Like oder ein Kommentar da. Ein Kommentar könntet ihr da lassen, zum Beispiel, was wir besser machen könnten, was wir gut machen, was wir noch verbessern könnten und so weiter und so fort. Halt Feedback geben. Und wenn euch unsere Commentaries, Gameplays, alles an dem Kanal gefällt, ja, aber nur wenn euch alles gefällt, dann drückt den Abo-Button. Ja, damit ihr kein Video verpassen könnt. Ich sag da mal tschüss, bis dahin. Hat mich sehr gefreut, hier wieder ein Commentary für euch zu machen und ja, haut rein. Something that can be explained. It's more so a force. It's the beginning and the end. It is abstract. I am the Leviathan. This starts with a violent end. It's Clash of the Titans, then the sky collapse and I relax. The abstract nah, motherfucker, when I silence them. I'm soon to back, I'm soon to snap and view you rap humans as stupid bastards. Actually useless cats and moving past, so soon you'll be doomed to act. I learned the truth is false, so burn the few that learned it too, then walk home. Sympathy. For the race of men, I have none. Other niggas ain't shit to me. Bits and pieces of shit and it's sick to breeze. What's left of the rappers who are pissed to me? Never been a paraplegic amputee, defeated so I. Und dann die Member sind Destiny, Fire X Dummy oder einfach nur Invictum X, Netox, Invictum X Dummy, ist ja doch egal. Karl Shooter, It's Crossbow, XM Blacky, aka Invictum X Blacky oder Paul. Hoffe,